Hallöchen, liebe Freunde, guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Wie der ein oder andere von euch mitbekommen hat, haben wir vor einem Monat euch unsere Moorschweine präsentiert und viele von euch haben uns sehr viele Fragen gestellt und deshalb wollen wir die heute mal ein bisschen beantworten und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Hallo erstmal alle zusammen. Ich würde sagen, wir brechen direkt das Eis und fangen einfach mit der ersten Frage an. Was haltet ihr davon? Hanna, möchtest du anfangen? Ja. Okay, wo kommen die Moorschweine her? Das wäre jetzt auch so meine erste Frage gewesen. Ja, meine Eltern beziehen die Moorschweine von dem Bundeshybridzuchtprogramm und wachsen dann bei uns in Ovala auf. So, was haben wir noch? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe da schon mal mich ein bisschen informiert. Meistens haben Schweine ja immer nur so eine kleine winzige Box, in der sie ihr Leben lang verbringen. Wie viel Platz haben denn unsere Moorschweine? Unsere Moorschweine haben 5-mal so viel Platz wie ein normales Schwein, da die ja den großen Strohbereich haben und den großen Außenbereich. Also können sie sich richtig austoben, ne? Sie können sich richtig austoben, draußen wühlen, im Stroh kuscheln. Kuscheln. Alles möglich. Ich habe das gelesen, dass Moorschweine die glücklicheren Schweine sind. Hat das vielleicht damit einen Zusammenhang? Dass sie halt den Außenauslauf haben und Scheuerbalken, sag ich mal, so Holzstämme. Ja. Ja, und die können sich aussuchen, ob die drin im Stroh liegen oder draußen im Sand wühlen. Wenn es natürlich ein bisschen regnet, ist natürlich wunderschön. Auf jeden Fall. Bisschen matschig. Mhm. Mögen die gerne. Das macht Schweine ja aus, ne? Deshalb dürfen die doch auch die Schwänze behalten, oder? Genau, dadurch kommt keine Langeweile auf und dadurch knabbern die sich auch nicht an. Deswegen dürfen die den Ringelschwanz behalten. Ich dachte immer, dass Schweine rosa sind und das Moorschwein ist ja etwas dunkler. Wie kommt das? Das liegt daran, dass das Moorschwein ein reinrassiges Duroc-Schwein ist. Okay. Und die reinrassigen Duroc-Schweine sind halt braun, dunkelrotbraun. Okay. So. Ja. Wie alt werden die Moorschweine und wie alt wird ein normales Schwein? Also unsere Moorschweine werden mit 210 Tagen geschlachtet und ein normales Schwein wird mit 150 bis 160 Tagen geschlachtet. Anna, möchtest du die nächste Frage ziehen? Okay. Mit was werden die Moorschweine gefüttert? Die Moorschweine werden mit einer Futtermischung, mit einer gentechnikfreien Futtermischung gefüttert und das Futter beziehen wir speziell aus Bösel. Also ist das so ein Spezial? Ist ein spezielleres Futter. Gentechnikfrei. Und was ist da drin? Verschiedene Getreidesorten. Okay. Ja, aber das ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiges Merkmal für den Verbraucher, ne? Gentechnikfrei ist, ne? Das finde ich gut. Das gibt mir als Käufer, sage ich jetzt mal, so auch so das Gefühl, dass das Fleisch halt rein ist, weißt du? Genau wie mit Bioprodukten etc. pp. Nehme ich auch gleich mal die nächste. Ja. So, wo kann man das Moorschweinfleisch denn kaufen? Ja gut, das kann ich mir eigentlich selber beantworten. Also das Moorschweinfleisch, das wird aktuell geliefert in der höheren Gastronomie. Und natürlich bei uns im Werksverkauf. Wir produzieren es ja hier, also haben wir es auch hier. Und natürlich auch bei uns im Onlineshop auf www.moorschwein.de. Also höhere Gastronomie heißt, ich krieg's jetzt nicht an den Dönerladen bei Ali oder so, ne? Genau das. Okay, gut. Also es ist Dönerladen. Kann das sein, so Moorschwein-Döner oder so. Ja. Warum ist das Fleisch des Moorschweins teurer? Das ist eine gute Frage. Oh, achso. Darf ich auch was sagen? Achso, ja klar. Ich denke, weil Familie Gorke mit der Aufzucht oder ich sag mal mit der Haltung haben die, glaube ich, mehr Arbeit mit. Wir haben natürlich mehr Arbeit damit, durchs Einstreuen, durchs Ausmisten. Wenig Schweine auf viel Platz, oder? Ja, du hast schon recht. Die fühlen sich einfach wohl. Ja. Sind ganz entspannte Schweine. Sau wohl. Wühlen, am Spinning, am Kuscheln, im Stroh. Das mache ich zu Hause auch. Auch durch dieses Wetter, was wir jetzt momentan haben, durch diese Hitze, können wir die Schweine nicht den ganzen Tag draußen lassen, weil die Schweine sonst auch Sonnenbrand kriegen. Und wenn sie einen Sonnenbrand? Ja, Schweine können Sonnenbrand kriegen. Okay. Das ist nur die nackte Haut. Stimmt eigentlich. Ein paar Härchen oben drauf. Paar Borsten. Ja. Und zum Beispiel im Winter können wir die auch nicht den ganzen Tag bei Schnee draußen lassen, weil sonst erkälten sich die Schweine und dann werden sie natürlich krank. Mhm. So, die nächste Frage. Wie verhält sich das Fleisch beim Braten? Das Moorschweinfleisch hat so eine ganz feine Marmorierung. Und weil das so fein marmoriert ist, ist es unglaublich viel saftiger als normales Fleisch. Wenn du so ein normales Stück Fleisch in der Pfanne hast, dann läuft erstmal die ganze Feuchtigkeit daraus beim Braten. Und deshalb braucht es unglaublich lange, bis es auch braun wird. Das Moorschweinfleisch allerdings hat so eine hohe Qualität, dass die ganze Feuchtigkeit in dem Fleisch drin bleibt beim Braten. Das heißt, es wird unglaublich schnell braun und bleibt auch richtig schön saftig. Gut. Du hast das so erklärt, als wärst du gerade bei Grill den Hensler, so weißt du. Das war die letzte Frage. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es natürlich persönlich schreiben auf unserer Seite. Wir werden sie schnellstmöglich beantworten. Leute, ganz wichtig, ganz wichtig. Kauft euch das Moorschwein. Es schmeckt einfach nur herrlich. Auf Facebook folgen, auf Instagram folgen. Bis zum nächsten Mal.
Geiler!